Für den Einhornzauberstab benötigte ich auch noch eine passende Geschenkebox. Ich hatte die Idee, die Box solle die Form einer Wolke haben. Ich habe die Wolke zunächst am Rechner in einem Zeichenprogramm entworfen. Wegen der Größe habe ich den Ausdruck der Vorlage auf mehrere Druckseiten verteilen müssen. Als Material kam, wie beim Einhorn selbst, auch wieder einfaches Fichtenleimholz zum Einsatz. Das musste ich aber zunächst aufdoppeln, da die 18 mm des Leimholzes nicht dick genug sind, um das Einhorn zu beherbergen. Zwei passende Holzstücke waren schnell gefunden, mit ausreichend Leim und hoffentlich genügend Zwingen entstand so ein dickes Brett. Auf das Brett kam dann zunächst Kreppband. Die Vorlage habe ich ausgeschnitten. Mit Bastelkleber wurde die Vorlage dann auf das Kreppband geklebt. Für den einen Innenschnitt reichte der Akkuschrauber. Der Rohling war jetzt noch zu lang, damit er in die Dekupiersäge von der Ausladung passte. Deswegen habe ich die Enden ein Stück abgesägt. Entlang der inneren Kontur erfolgte dann der Innenschnitt. Den Innenteil konnte ich dann rausnehmen. Entlang der äußeren Kontur wurde dann der Korpus ausgeschnitten. Auch wenn es relativ weiches Fichtenleimholz ist, bei dieser Holzstärke geht das Sägen doch relativ langsam. Man kann auch schneller sägen, aber dann verläuft der Schnitt leichter. Für den Boden und den Deckel musste ich auch erst die Vorlagen ausschneiden. Und entsprechend der Größe der Vorlagen habe ich aus 6 mm Sperrholz, einfaches Pappelsperrholz, die Rohlinge ausgeschnitten. Dafür nehme ich die Stichsäge her, die ich als Unterflurmaschine in meinem Werktisch eingebaut habe. Mit Kreppband wurden die beiden Rohlinge zusammengeklebt, damit die Form im Stapelschnitt auszusägen war. Dann kam auch wieder eine Lage Kreppband drauf. Die Vorlage wurde wieder mit Bastelkleber auf den Rohling geklebt. Da auch hier die Vorlage aus zwei Teilen bestand, musste auf den Stoß geachtet werden. Nachdem die Kontur außen ausgesägt war, konnte ich die zwei Teile, Boden und Deckel, einfach entnehmen. Der Korpus war noch etwas rau. Mit einem Spindelaufsatz in der Bohrmaschine im Bohrständer konnte ich den Korpus einfach schleifen.
Die Befestigung des Deckels im Korpus, ich nenne es Passklemmung, dafür markiere ich auf einem Reststück Sperrholz die inneren Konturen des Korpus an einem kurzen Stück an zwei Enden. Nachdem der Korpus weg ist, zeichne ich freihand noch die Kontur etwas nach, damit eine schöne Leiste entsteht. Diese Konturen werden dann wiederum an der Dekupiersäge ausgesägt. Dann passgenau auf den Deckel geklebt. Das geschieht mit ein bisschen Anpressdruck nach unten und außen. Mit einem Schachtelstäbchen habe ich den überschüssigen Leim entfernt. Wenn der Leim dann trocken ist, sollte der Korpus und der Deckel eigentlich relativ gut zusammenpassen. Bevor es ans Bemalen geht, müssen alle Teile noch etwas geschliffen werden. Bevor es ans Bemalen geht, werden erstmal der Korpus und der Boden zusammengeklebt. Das mache ich einfach nach Augenmaß. Der Deckel kommt jetzt nur pro forma drauf, damit ein paar handliche Gewichte auf die Box kommen, damit der Kleber hält. Angemalt wird die Box mit einfacher Acrylfarbe. Nachdem die erste Farbschicht trocken ist, werden die aufgestellten Fasern weggeschliffen. Dann kommt noch eine zweite Farbschicht. Für einen schöneren Farbauftrag habe ich beim Deckel für die zweite Schicht die Rolle benutzt. Korpus und Deckel bekommen noch eine Schicht Klarlack aus der Spraydose. Nach dem Klarlack kommt auf den Deckel etwas Glitter. Der Glitter hat hier die gleichen Farben wie auf dem Körper des Einhorns. Leider kommen hier im Film dieser Glitter-Effekt nicht so schön zur Geltung. Und nach dem Glitter kommt nochmal eine Schicht Klarlack drauf. Der Klarlack dient mir hier auch einfach als Kleber für den Glitter. Wenn alles dann soweit trocken ist, wird die Box noch mit etwas Holzwolle gefüllt, damit das Einhorn auch schön weich liegt. Dann war die Box fertig und das Einhorn konnte reingepackt werden.